yeah. Uh-huh. La da 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 da. Sigh, 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 sigh. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. Der ist total lieb und macht wirklich alles für mich. Ja, und wenn ihr, oh Gott, wenn ihr mal wüsstet, ja, sein Körper. Oh mein Gott, sein Körper, so geil. Soll jetzt auch nicht so ernstes werden. Also man weiß ja nicht. Also der ist so toll. Ja, der ist ja auch toll. Oh Gott, und dann wenn wir, oh Gott, und der Sex, ja. Ein Wahnsinn. Wir haben so oft schon miteinander geschlafen. Und zwar jedes Mal der Hammer. Ey, ist das doch erst eine Woche zusammen, oder? Ja, aber ist doch egal. Ist doch einfach mal der Hammer. Wie oft trifft ihr euch denn in der Woche? Ja, jeden Tag sehen wir uns. Ich schlafe ja auch bei ihm und er bei mir und so. Und ja, und dann treiben wir es halt immer so. Bei ihm oder bei mir. Carina, ja, komm mal her eben. Sag mal, was soll denn das? Was erzählst du denn da für einen Müll? Hä, was denn? Ja, von wegen, du hast schon total oft mit ihm geschlafen. Was hast du mir denn erzählt? Ja, das wollen die doch hören. Ja, aber warum lügst du die an? Das sind deine besten Freunde. Hä, das wollen die doch hören. Die wollen doch... Hä, ich krieg doch die Aufmerksamkeit von denen dafür. Ja, aber das ist doch total schlampig. Hä, die sind lustig. Ja, das ist schön, dass sie das lustig finden. Das sind aber... Du lügst ja deine besten Freunde. Ja, egal, ich geh einfach rein. Ich weiß echt nicht, was mit Carina im Moment los ist. Jetzt Matthias einfach nur dahin zu stellen, als würde sie den gar nicht lieben oder sowas, das stimmt ja dann auch wiederum nicht. Und Mädels, wie sehe ich aus? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und passt die Farbe auch zu mir? Auf jeden Fall. Du hast voll das schöne Dekolleté da drin. Ja. Echt? Sieht gut aus? Ja. Bei der Brüste sehen die auch okay da drin aus? Ja? Ja. Ein Oberteil noch darüber. Ja? Weil ich Matthias wird sich freuen. Ja, ist ja nicht nur für Matthias, auch für andere noch. Ach so. Ah, okay. Ja. Naja, Carina, ich gehe mal eben ein bisschen nach draußen und warte vor der Tür, ja? Bis ihr fertig seid. Ja, wenn du möchtest. Sieht sexy aus, finde ich. Muss den Jungs ja auch gefallen. Kann ja nicht im Baumwollschlüpfer rumlaufen. Ist ja voll peinlich. Damit die Jungs auch angereizt sind. Hallo, Schatz. Hi. War's schön beim Shoppen? Mhm. Carina, ich rede mit dir. Carina? Was denn? Hast du dir was Schönes gekauft? Ja, guck. Oh, nee. Carina, das kann nicht dein Ernst sein. Doch. Carina, so gehst du mir garantiert nicht vor Doch, die Tür. Doch, geh ich. Denn, willst du mal sehen? So geh ich heute Abend raus für Matthias. So werde ich ihn verführen. Das will ich überhaupt nicht sehen. Mama, hör auf. Es ist meine Sache. Sei doch nicht Carina, immer so schließlich. Total billig aus. Nee, eigentlich nicht. Aus. Nein. Doch, sie ist wohl. Und du lass meine das nicht anziehen. Mama, lass mich in Ruhe. Geh. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Geh einfach. Lass es noch meine Sache. Hast du es nötig, mit so einem Fummel Aufmerksamkeit zu erregen? Das kann doch nicht dein Ernst das sein. Das ist in. Nee, das ist nicht in. Doch. Carina. Nein. Glaubst du ernsthaft, ein Mann ist daran interessiert, dass du so einen Scheiß anziehst? Ja. Glaubst du nicht, dass in der Beziehung... Jeder Mann freut sich, wenn seine Frau sowas also anzieht ich, für ihn. Ich glaube, einem Mann kommt es eher auf innere Werte an und nicht, dass du so ein Brett anziehst. Ja, wenn du meinst... Du darfst das auch nicht anziehen. Du weißt, Mama, lass meine Sachen los. Du weißt doch gar nicht, was Matthias gefällt. Nein, so. Aber ich weiß nicht, was du denkst. Du denkst, du kannst mein Leben kontrollieren. Kannst du vergessen? Lass mich einfach in Ruhe. Du, ich ziehe an. Nein. Ich ziehe an, was nein, ich will. Mama, lass nein. meine Sachen Carina. Los. Mama, lass meine Sachen. Carina. Lass mich einfach in Ruhe. Es reicht. Da haben wir es wieder. Oh, nee. Dieses Kind macht mich fertig. Ich weiß, worauf Männer stehen. Meine Mutter weiß es nicht, weil bei ihr sind die Beziehungen immer in die Brüche gegangen. Es war ein totaler Flop. Und sie will mir halt jetzt vorschreiben, was ich tragen soll, wie ich mit Männern umgehen soll und so. Nur weil ich mir die zugekauft habe, was eh keiner sieht.
könnte mich da tierisch drüber aufregen. Also das reicht mir langsam mit der. Also von mir hat die das auf keinen Fall. Ja, also ich hatte zwei feste Beziehungen und ich habe andere Werte gehabt als so billige Dessous. Für sie bin ich ja nur die alte spießige Mutter, auf die braucht man ja nicht zu hören. Ne? Ich kann ja reden, das ist ja egal. Hallo. Carina, was gibt das? Ich gehe jetzt aus. Nee, du weißt ganz genau, in der Woche, wenn Schule ist, gehst du nirgends wie abends aus, gar nicht. Ich treffe mich heute mit Matthias, sonst habe ich dir auch vorhin gesagt. Ja, mit Matthias, aber du hast nicht erwähnt, dass du ausgehst. Ist doch egal, ob ich ausgehe oder mich mit Matthias treffe, ist doch dasselbe. Nee, ist nicht dasselbe. Du weißt ganz genau, dass wir eine Vereinbarung haben. Jetzt sag bloß doch, du hast diese Dessous an. Ja, habe ich auch. Ja, das habe ich mir gedacht. War klar. Und das findest du jetzt super, ja? Lass mich mal gucken. Ja, klasse. Super, Carina, wirklich. Ja, tschüss. Ja, du bist um 10 Uhr hier, ne? Sonst rappelt das. Du weißt Bescheid, ne? Ja. Auf geht's, Madame. Hm? Super. Ich bin begeistert. Nee. Warum tut sie mir das an? Ich will ihr doch nichts. Natürlich willst du nichts von ihr. Und dass du dir Sorgen machst, da hat auch jeder Verständnis für. Aber du bist auch manchmal, entschuldige, wenn ich das so sage, ein bisschen plump. Also ich fand jetzt deine Reaktion auch ein wenig heftig. Ja, vielleicht hat es ja doch alles so zugespitzt, dass ich jetzt wirklich sie zu sehr bedrängt habe. Wenn sie geht dann attackierst du und bedrängst sie so wirklich in der Tat ein bisschen und dann geht die natürlich sofort auf Krawall. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich wirklich sie so sehr bedrängt, ne? Und immer wieder auf demselben Thema rumgehackt. Und wenn es auch nur verbal ist. Aber Gewalt erzeugt nun mal Gegengewalt. Und wenn du sie so attackierst, dann kommt natürlich direkt auch was zurück. Beide sollten wirklich mal ein gemeinsames Gespräch führen darüber, über ihre Empfinden und dieses Miteinander umgehen. Ne? Und dass die Marlene ihr vielleicht auch sagt, welche Ängste sie hat. Und dann, wie gesagt, die Carina sich auch dazu äußert, ne? und ihr dann mal erklärt, dass das Verhalten ihrer Mutter auch so nicht in Ordnung ist für sie. Nach dem Rat von meiner Freundin werde ich auf jeden Fall darüber nachdenken, dass ich da jetzt anders rangehe. Ne? Also, dass ich sie nicht mehr so bedränge und nicht mehr so voll quatsche immer mit dem einen Thema jetzt mit den Jungs und so, ne? Dass sie erstmal Zeit hat, zur Ruhe zu kommen und ich auch ein bisschen, ne? Dass ein bisschen diese Spannung mal rauskommt bei uns, ne? Ich hab Durst. Wie sieht's mit dir aus? Mach ja, mal. Bring mir einfach irgendwas mit. Alles klar. Okay, bis gleich. Ne? Bis gleich. Was hast du dir da angetan? Was meinst du? Was ist mit der Carina hier? Ne? Ja, warum? Hey, guck mal, die meint das doch nie im Leben ernst mit dir. Warum sagst du so einen Scheiß? Guck mal, wie die mit den Typen da tanzt. Guck erst mal an. Was hat die auch bei mir abgezogen, als ich mal mit der zusammen war? Ach, wenn die ein bisschen mit dem tanzt, ist doch egal, mein Gott. Guck mal, ich war auch mal mit der zusammen, ne? Guck erst mal ganz unspannend. Ich meine, das ist jetzt nicht böse oder so, aber die spielt nur mit den Jungs rum, die zieht ihr eigenes Ding durch. Ich glaube, die meint das nie in den Ernst. Ich kenne dich erstens gar nicht und zweitens, du kannst mir genauso irgendwas erzählen, weil du nicht mehr mit ihr zusammen bist, weil du eifersüchtig bist, keine Ahnung. Hallo, guck dir das doch nur mal an, das spricht doch für sich, oder? Da muss ich doch gar nichts zu sagen. Ach, was, weil die mit ein paar Typen da tanzt, oder was? Hör mal auf. Eine Cola. Ey, jetzt mal im Ernst, guck doch mal, die tanzt doch noch mit ein paar Typen, was ist dabei? Das heißt, du nur tanzen, jeder mit denen rumflirtet, guck dir an, wie Nadia an die Sache geht. Kollege, hallo. Viel Spaß noch heute Abend. Ciao. Ey, ich mein's nur gut mit dir, überleg dir das nochmal. Denk nochmal drüber nach, okay? Danke. Danke. Was denn so lange?
ich weiß echt nicht, was ich zu dem Mädchen sagen soll. Die hat sie nicht mehr. Die hat das ja nicht nur bei mir abgezogen. Ich habe später erst erfahren, leider erst viel zu spät, dass sie das bei einer ganz anderen noch macht. Bei einem Freund von mir sogar. Das wusste ich gar nicht. Und da ist das auch passiert. Also so richtig billig, das Mädchen. Die hat einfach kein Niveau und übertreibt einfach.